Hallöchen, da bin ich mal aus einer sehr merkwürdigen Perspektive. Endlich ist die Farbe heute angekommen. Yay! Ich wollte letztens Farbe kaufen und in den Laden, wo ich war nur in einem, war die nur so kleine und da hätte ich ja ewig gebraucht. Deswegen habe ich mir das jetzt flink mal bestellt, kam heute an. Heute ist, oh Gott, schon der 21. Ich muss langsam knister, knister mal fertig werden. So, hier, ne, wisst ihr ja noch, das Ding zusammengebunden mit Draht. Ihr erinnert euch, ist ja erst vor 2 Sekunden passiert, ne? Bei euch. Gut, wir machen uns Farbe hier rein. Ich habe ein schönes Grün. Es ist leider nicht mein bevorzugtes Grün. Also die Farbwahl ist jetzt nicht das Grün, was ich gerne gehabt hätte, aber ich hatte jetzt eben Zeitdruck und Not. Das war die einzige Farbe, die jetzt innerhalb von ein paar Tagen angekommen wäre. Die anderen wären erst Ende nächste Woche. Und da nächste Woche ja aber schon so weit ist, wisst ihr Bescheid, hatte ich jetzt nicht so die Zeit zum Warten. Und gut, ich hätte jetzt auch noch weiterfahren können in einen großen Bastelladen. Da hatte ich jetzt aber auch keine Zeit und ehrlich gesagt auch keine Lust. So, also deswegen jetzt dieses Grün. Und jetzt tragen wir das hier natürlich schön auf. Überall wird alles schön gut bemalt. Sage ich jetzt mal, ne? Überall muss grün rein. Ich gucke auch immer, dass ich einigermaßen so die Löcher wirklich, also in jede Ritze versuche, so reinzukommen, die man wirklich halt so sieht. Ne? Dann muss das alles schön grün und das werden wir jetzt einfach zusammen mal schnell machen. Jo, da bin ich jetzt so weit, habe den jetzt einigermaßen hier so grün bemalt. Er ist jetzt auch schon ein bisschen getrocknet. Es sind vielleicht noch ein paar Stellen, die jetzt noch leicht feucht sind. Und ihr könnt vielleicht auch sehen, ein paar Stellen sind wirklich nicht bemalt. Also an so, besonders am Rand und so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt überhaupt sehen könnt. Von unten habe ich ihn auch nicht bemalt. Da sieht er noch so aus, brauche ich nicht, weil der wird nur stehen. Der wird nachher relativ schwer werden mit dem ganzen Klimbim und Zeugs obendrauf. Aber so bin ich jetzt zufrieden, auch wenn ich hier am Rand, also gut, das könnt ihr jetzt nicht sehen, hier ist vielleicht, die Seite sieht ein bisschen besser aus, so ein, zwei Sachen noch vielleicht nicht so ganz bemalt sind, ist überhaupt nicht wild, weil wie gesagt, wir schmücken den noch aus. Und wenn man zur Not wirklich noch was sehen sollte, dann kann man immer noch mit einem kleinen Pinsel so rein in die Löcher. Und wundert euch nicht, ich habe jetzt hier ein bisschen Klopapier, weil dort steht meine Heißklebepistole. Die habe ich jetzt geholt, weil damit befestigen wir gleich das Grün. Das künstliche Grün. Dafür benutze ich diese Heißklebestangen. Die sind vom Action. Falls ihr den Laden kennt. Da sind relativ viele günstige Sachen. Preis-Leistung ist da ganz gut. Nur bei den mit diesen Dingern, mit diesem Klebstoff von dem Klebepistolen, bin ich überhaupt nicht zufrieden. Der hält manche Sachen überhaupt gar nicht. Den kann man ganz leicht wieder abziehen. Dem habe ich aber letztes Jahr auch für den Kranz benutzt und da hat es gehalten, da war es in Ordnung. Letztens wollte ich ein paar Sachen kleben, die haben überhaupt nicht geklebt damit. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber das hat nicht gehalten. Aber ich weiß, dass es für den Adventskalender, für den Adventskranz gut war und von daher benutze ich die auch dafür jetzt wieder. Und als ich so meine Heißklebepistole rausgeholt habe und die Klebepatronen hier sozusagen, diese Teile gesucht habe, habe ich doch glatt etwas gefunden. Und ich dachte mir so, nein, ernsthaft. Schaut mal, ich hatte noch eine ganze große Packung mit grüner Acrylfarbe. Verdammt, vom letzten Jahr. Ich habe es nicht mehr gewusst. Die war da so drin versteckt. Ich habe sie nicht gesehen beim letzten Mal, als ich reingeguckt habe. Das hieß, ich hätte diesen Adventskranz schon längst fertig basteln können. Weil ich dachte, ich muss ja auf diese Farbe warten, weil ich habe ja keine. Gut. So viel dazu, ne? Ich packe sie jetzt hier zur Seite. Jetzt habe ich zwei Riesenfarben. Jetzt kann ich, glaube ich, noch 10 andere Adventskränze malen, bemalen, basteln und bemalen. Ich habe so ein Beutelchen mit künstlichen Tannen. Hatte ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, dass ich diesmal künstliche Tannen benutze und habe doch gleich wieder was vergessen. Einen Moment. Hat man eben gemacht, ne, heute? Hat man eine Biene. So. Schwuppdiwupp, ich war nie weg. Jo, also hier, ne? Eine Zange habe ich noch geholt. Wie gesagt, diesmal möchte ich künstliches Grün benutzen. Jetzt ist das natürlich,
mit dem Grün und dem Grün nicht so ganz gleich, ne? Deswegen, ich habe ja gesagt, das Grün war nicht meine Wahl, obwohl ich sagen muss, ich bin mit dem Grün jetzt im Nachhinein doch sehr zufrieden, weil es schön nachgedunkelt ist. Wenn ich nämlich echte Tannen benutze, passt das sehr gut zusammen. Jetzt hat diese Tanne ist ein bisschen frischer und ein bisschen grüner. Ist aber nicht so schlimm, weil man sieht ja sowieso nicht so viel davon und das ist ja in den Untergrund, das muss ja auch nicht die gleiche Farbe haben. Ne? Wenn ich jetzt einen Kranz aus Holz nehme, besprüht das ja auch nicht grün, damit es aussieht wie die Tanne. Ne? Versteht ihr? Ist halt nur der Untergrund. So, die Dinge haben jetzt hier natürlich noch so einen langen Schniepel dran, könnt ihr das sehen? Aber ihr seht das, dieses Teil hier. Theoretisch könnte man das jetzt vielleicht auch so rumwickeln, keine Ahnung, ich schneide das ab. Brauchen wir nicht. So, ich schneide es ab. Hätte ich vorher auch schon mal machen können, habe ich aber nicht. Müssen wir jetzt machen. So, und dann kleben wir uns das Ganze so ran. Ich habe es probehalber einmal schon mal nur raufgelegt, um zu gucken, ob die Tannen reichen. Reichen, eigentlich reichen die. Wenn sie nicht reichen, muss ich nochmal was nachholen. Aber so, und jetzt wird das Ganze einfach mit Heizkleber aufgeklebt. Ne? Ich fange hier an, glaube ich, weil hier der Draht ist. Und da werde ich mir das so schön abdecken, dass man den nämlich nicht mehr sieht. So, dann kommt der Heizkleber. Und glaube, viel mehr muss ich da jetzt gar nicht erklären. Ne? Könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich mache jetzt den Heizkleber auf die Pappe rauf, also aufs Papier. Ich hoffe, das trifft jetzt noch mein Toilettenpapier da. So, kurz angedrückt. Ich hoffe, das klappt jetzt. Also mit echter Tanne beim letzten Jahr hat es gut geklappt. Mit der Plastiktanne. Schauen wir mal. So, das Einzige, was natürlich immer stresst, sind diese ganzen Klebefäden, die man hier so abrubbeln muss dann. So, kurz andrücken. Okay, na, so ein bisschen nachbessern. Tue ich jetzt auch noch mal. So. Ja, am Ende müssen wir halt diese ganzen Klebefäden hier wieder abziehen. Die stressen mal richtig. Was ist denn da? Achso. Was ist denn da mit dem Finger? Grüne Farbe. Was sonst? Irgendwo war hier nämlich noch nicht ganz trocken. So, wunderschön. Und so machen wir das Ganze jetzt weiter. Ne? So, ich werde nebenbei wieder ein bisschen schnell laufen lassen, aber wahrscheinlich auch nicht alles. Ne? Also gibt dann wieder einen kleinen Schnitt. Das hat der, glaube ich, schon durchschaut hier, dieses Video. Oh, also die Tanne hier ist nicht ganz so gut verarbeitet. Die hat hier noch so Kunststoffrest. Sondern halt auch mal gucken, wie man es gut hinlegt. Ne? So, das werde ich so. Also ich mache es nochmal, bevor ich jetzt auch nochmal schneller. Ich lege es mir natürlich immer erstmal hin und gucke, ob es gut aussieht, bevor ich es mir festklebe. Ne? Natürlich mal ganz wichtig. Kann man zwei, drei noch nehmen und die dann so ranhalten, um schon mal zu gucken, wie will man es machen. Man kann natürlich später auch noch, wenn man noch Lücken hat, das auch wieder mit reinsetzen. Na, kein Problem. So. Ich glaube, ich mache jetzt an dieser Stelle aber doch nochmal einen kleinen Cut, bevor ich verschneller und werde erstmal die ganzen Dinger hier abschnibbeln, damit es einfach schneller geht. Jetzt geht's hier weiter. Sind wir auch schon fast fertig. Naja, zumindest sind alle Zweige verbraucht. Und wie ihr sehen könnt, ich bin damit ja nicht so ganz zufrieden. Ne? Ich habe jetzt auf jeden Fall noch mal eine zweite Ladung Zweige bestellt. Habe eigentlich gedacht, dass ich heute fertig werde, aber nein, leider nicht. Das heißt, hoffen, dass sie morgen ankommen. Und dann geht es hier weiter. Und dann, ja, weil so können wir das nicht lassen. Guck mal, hier unten, da auf der Seite fehlen noch so viele Zweige. In der Mitte hier, da könnt ihr das auch gut sehen, ist hier überall so fehlt auf jeden Fall noch was, kann man einfach noch komplett durchgucken. Gefällt mir nicht. Von daher, ja, müssen wir jetzt leider noch mal einen Tag warten und dann weiter loslegen zu können.
Einen Tag später die zweite Ladung. Tan kam jetzt an und wie ihr seht, sieht jetzt der Kratz ja viel, viel besser aus. Ne? Viel mehr grün und man sieht eigentlich so gut wie keine freien Stellen mehr. So muss das aussehen. So, jetzt nicht erschrecken. Das Video wird jetzt gleich ein bisschen schneller laufen im Hintergrund. Und dann werde ich euch mal ein paar Dinge zeigen, wie ich meinen Kranz zuerst geschmückt habe. Hier seht ihr die Deckel, die habe ich rot innen drin angemalt, die ich dann als Untersetzer für die Kerzen benutzen möchte. Die Deckel und die Kerzen werden dann ordentlich mit Heißkleber festgeklebt. Noch ordentlich Heißkleber rauf und feste drücken. Dann geht es weiter mit der eigentlichen Deko. Da nehme ich so ganz einfache kleine Weihnachtskugeln, also Tannenbaumkugeln. Und da sieht man auch an der einen Stelle schon, dass ich die im letzten Jahr auch schon verwendet habe. Da einfach an der Stelle Heißkleber rauf. Und ja, schon sieht man diese kaputte Stelle gar nicht mehr. Kleine Kienäpfel benutze ich auch für Dekoration. Da auch, bevor ich das alles festklebe, schaue ich natürlich, an welche Stelle will ich das ranmachen. Und danach dann Heißkleber und wieder ordentlich drücken. Ja, und so geht es natürlich immer weiter. Ne? Erst die ganze Deko ein bisschen ranhalten, Heißkleber und auch rankleben. Das macht man so lange, bis man dann eben zufrieden ist mit seinem Werk. Eine Zimtstange darf als Deko auch nicht fehlen. Die finde ich immer ganz schön als Weihnachtsschmuck. Zwei kleine goldene Schleifen dürfen bei meinem Kranz auch nicht fehlen. Die werde ich jeweils auf der gegenüberliegenden Seite befestigen. Weiter geht es mit ein bisschen künstlichem Schnee. Das ja, habe ich dieses Mal zum ersten Mal verwendet. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich damit nicht ganz zufrieden. Es sieht halt doch wirklich sehr künstlich aus. Also es ist einfach nur so Plastik. Ja, durchsichtige Plastikschnipsel, was sich wirklich aussieht wie Schnee. Dann habe ich noch diesen kleinen Schlitten und diesen süßen Weihnachtsmann gefunden. In diesem Jahr neu besorgt habe ich mir diese Sterne. Die werde ich jetzt einfach auch so, wie es mir gefällt, oben mit drauflegen, ganz lose. Die werde ich nicht festkleben, damit ich die einfach auch wieder runternehmen kann. Und so sah dann mein Adventskranz fertig aus. Ja, an dieser Stelle sollte das Video eigentlich enden, tut es aber nicht, denn ich habe am nächsten Tag entschieden, nee, der gefällt mir überhaupt nicht. Ich war wirklich total unzufrieden damit und habe gedacht, alles nochmal runter, wir fangen nochmal neu an. Das Erste, was ich auf jeden Fall ändern wollte, sind die Deckel. Einfach aus dem Grund, dass die Kerzen da viel sicherer stehen, wenn ich wieder meine Gläser nehme. Die hatte ich im letzten Jahr schon benutzt. Deswegen sind die schon ja, so ziemlich fertig. Da habe ich eine kleine goldene Schleife drum. Innen drin ist so ein roter Dekosand. Da kann man dann die Kerzen einfach gut reindrücken, sodass sie wirklich gerade stehen. Auch wenn die Gläser auf dem Adventskranz nicht gerade drauf sind, kann man die Kerzen dann so ausrichten, dass das Wachs dann eben in die Gläser tropft. Jetzt seht ihr nochmal, was ich alles runtergenommen habe. Also wirklich, die Deckel habe ich abgemacht. Das war sehr schwer. Also der Heißkleber hält dafür doch sehr gut. Und das ganze lose Zeug, die durchsichtigen Sterne, habe ich runtergenommen. Den Schlitten und den Weihnachtsmann. Und dann geht es daran, jetzt die Gläser zu befestigen. Und als Erstes seht ihr da natürlich gleich erstmal einen typischen Aschner-Moment. Ohne Kommentar.
Nun verwende ich noch ein bisschen Deko, das ich im letzten Jahr schon benutzt habe. Kann man gut sehen, auf der Rückseite sind noch die Nadeln und die Klebereste. Und auch hier wie immer das Ganze erstmal ranhalten und gucken, an welcher Stelle man es wirklich befestigen will. Und dann erst den Heißkleber rauf und festdrücken. An diesem Deko-Element, ja, sorry Leute, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ne? Wenn ihr es wisst, schreibt es doch bitte in die Kommentare rein. Auf jeden Fall ist an diesem Teil hier noch so ein Stück Draht dran. Deswegen werde ich das nicht mit Heißkleber befestigen, sondern suche mir eine Stelle aus und stecke es dann einfach in den Kranz hinein. Und zum Schluss kommt dann auch wieder unser kleiner Schlitten und der kleine Schneemann wieder mit drauf. Und unsere kleinen Sterne dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und dieses Mal lege ich sie auch wieder einfach nur lose mit drauf, suche mir die Stelle und ja, platziere die da, wo es mir gefällt. Um dann den ganzen Adventskranz noch ein bisschen festlicher zu schmücken, habe ich mir gedacht, lege ich diese rote Girlande noch drumherum, die ist sehr lang. Glitzert halt so ein bisschen leicht, kleine rote Sternchen mit dran. Ihr seht jetzt, dass ich die Girlande sogar doppelt gelegt habe, einfach weil die wirklich super lang ist. Und jetzt werden wir die einmal oben jedes Glas herumwickeln und zwischendurch eben auch nochmal um den Kranz, wie ihr das jetzt hier im Video jetzt gleich sehen werdet. Und damit sind wir auch schon so gut wie fertig mit unserem Adventskranz. Die Deko ist gemacht. Jetzt fehlen nur noch die Kerzen. Die können wir jetzt einfach oben in die Gläser reinstellen. Und ja, ordentlich ausrichten. Tada! Hier ist er nun, der fertige Adventskranz. So sieht er aus für dieses Jahr. Diesmal auch, schon gesagt, mit Plastiktannen, sodass ich ihn vielleicht sogar nächstes Jahr komplett so auch wiederverwenden kann. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein paar Kommentare da oder abonniert mich sogar, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. In dem Sinne, macht es gut! Bis zum nächsten Video. Tschüss.